Was geht, neue BFSH-Klasse? Heute erklären wir euch die Ernährungspyramide. Was ist eine Ernährungspyramide? Die Ernährungspyramide stellt eine gesunde Ernährung dar. Die Ernährungspyramide besteht aus 6 Segmenten. Ganz unten ist das Segment Getränke. Am Tag sollte man 6 Gläser Wasser trinken. Wie man an unserem Beispiel erkennen kann, haben wir 4 Portionen Wasser, eine Portion Früchtetee und eine Portion Apfelschorle gewählt. Über dem Segment Getränke befindet sich das Segment Obst und Gemüse. Man sollte 3 Portionen Gemüse, wie zum Beispiel Oliven oder Champignons, oder auch Zucchini zu sich nehmen und 2 Portionen Obst wie zum Beispiel Kirschen oder Trauben. Über dem Segment Obst befindet sich das Segment Getreide. Man sollte 4 Portionen zu sich nehmen, wie zum Beispiel Flammbrot, Cornflakes, Weißbrot oder auch Bulgur. Die ersten 3 Segmente enthalten die Farben grün, weil man am meisten davon zu sich nehmen sollte. Jetzt kommt das Segment Milchprodukte, Fisch, Fleisch. Man sollte 3 Portionen von den Milchprodukten zu sich nehmen, wie zum Beispiel Schafskäse, Milch oder Schnittkäse. Und eine Portion entweder Fisch oder Fleisch. Darauf kommen die Segmente, die rot angezeigt sind, weil man ganz wenig davon zu sich nehmen sollte. 2 Portionen fette Öle, wie zum Beispiel Kürbiskerne oder Margarine. Das letzte Segment ist das Segment Extras, welches eine Portion enthält, wie Baklava. Eine Portion enthält dem Maß der eigenen Hand. Wir hoffen, wir konnten euch das gut erklären und wünschen euch viel Glück bei der Prüfung. Yeah! Wenn wir es schaffen, dann schafft ihr es auch.